Streaming ist Englisch und bedeutet strömen. Und was hier strömt, sind Musikdaten, also Songs. Das läuft so. Wenn Noah und Talia Musik hören, dann öffnen sie die App eines Streaming-Anbieters. Dort können sie aus zig Millionen Musiktiteln genau die Songs auswählen, die sie gut finden und zum Beispiel eigene Listen ihrer Lieblingslieder anlegen. Ihre Lieblingssongs können sie dann über ihren Computer, ihre Handys oder Tablets abspielen, wo und wann sie wollen. Die Musik gehört ihnen zwar nicht, anhören können sie sich aber alles. Dafür müssen sie allerdings Geld bezahlen. Damit Noah und Talia ihren Streaming-Dienst nutzen können, müssen ihre Eltern für sie ein Abo abschließen. Sie zahlen also jeden Monat einen festen Betrag, dafür gibt's dann Musik so viel, wie sie wollen. Das ist cool für Noah und Talia und natürlich auch für die Musikstreaming-Dienste. Die verdienen nämlich richtig viel Geld mit diesen Abos. Allerdings, wer oft den kleinsten Teil des Geldes abbekommt, sind die Musikerinnen und Musiker, deren Songs sich Noah und Talia anhören. Das finden viele Künstler richtig ungerecht und fordern neue Lösungen.